Genau, so könnte ich die theoretisch trainieren, aber auf den niedrigen Stufen bringt das noch nicht besonders viel. Denn dann sollten sie erst einmal mit den normalen Sachen hier trainieren. Okay, dann könnte ich ja hier theoretisch mal hier diese restlichen Goldreserven ausbuddeln und mal gucken, was, wo mich die Lava hinführt. Glaube nämlich nicht, dass die besonders weitläufig ist, die Lava. In den da reinschlüpfen und auf Erkundungstour gehen. Auch wenn der Schieflage hat. So, da ist mein Dungeon-Herz. Schatzkammer, da geht's raus. Ah, und schon haben wir einen geheimen Gegenstand entdeckt. Eine Sackgasse. Und da geht's auch nirgendwo hin. Da ist Gold zum Ausgraben. Da sind wir auf der Seite. Da war nix. Ich frage mich gerade, wer hier überall diese Fackeln an den Wänden aufgehängt hat. Gut, man könnte jetzt klug scheinen und sagen, das war der Entwickler. Das waren die Entwickler. Lustig. Aber nee. Wo kommen die ganzen Fackeln her? Ah, aber egal. Ja, ich glaube, hier in dem Lava-Gebiet ist wirklich nichts. Außer eben die versteckte Sache hier. Was ist das? Ach, ein. Ich mache alle meine Kreaturen glücklich, Zauber. Was sollte das jetzt? So. Kannst du den Zauber hol dir gleich mal schnappen? Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Und dann gucken wir mal weiter. Erstmal gucken, hier gibt's noch Gold. Aber hinter dem Gold ist dann das Wasser, also sollten wir uns dann da durchgraben. Aber erstmal graben wir uns hier zu dem Portal durch. Die beiden Feen durften ja. Wow, hier ist schon ganz schön viel. Ganz schön viel Umtrieb. Wie viele Kreaturen habe ich eigentlich? 3, 6. 3 und 6, 10 Grad mal. Und 15 kann ich im Augenblick maximal haben. Ach, und unser erster Kampf. Noch zwei Imps könnten nicht schaden. So. Es ist Zeit da. Da tötet die blöden Feen. Die sind eigentlich genau das Gegenteil von euch, also müsstet ihr sie abgrundtief hassen. Das sind diese netten, Odihups-Maus schmierenden Feen, die den Tod verdienen. Oder so ähnlich. Und mit zwei Schlägen von mir sterben. Und hier gibt es auch noch beide Goldader. Also am Gold dürfte es mir im Augenblick nicht mangeln. Und ein Mana ebenfalls nicht. Ein Portal. Sehr schön. Wie viel können wir jetzt? Maximal 20 Kreaturen. Oh, und hier hinter dem Portal ist wieder ein Lavasee. Ich tippe mal darauf, dass es wieder ein abgeschlossener Lavasee ist. Deswegen traue ich mich hier mal durchzubuddeln. Genauso wie ich mich jetzt mal hier bei der Hühnerfarm traue, schon mal einen Weg anzulegen. Der soll er mal. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Na, den geben wir ihr doch mal. Ich finde es gerade blöd, dass wir nur einen Forscher haben, obwohl wir 6 Stück haben könnten.
Naja, gut. Vielleicht kommen aus dem neuen Portal noch welche. Noch neue Forscher. Das Gold liegt am Wasser und das Gold liegt am Wasser. Jetzt will ich aber erst einmal das Gold. Jetzt habe ich noch einen Salamander gekriegt. Ach, und der hat sich auch gleich sein Bett besorgt. Aber jetzt will ich erstmal mit dir auf Erkundungstour gehen. Den anderen Lavagang, den wir jetzt freigelegt haben. Der ist irgendwie betrunken, habe ich das Gefühl, so wie der hin und her wackelt. Die sind wirklich das Gegenteil von... Komm her zu mir. Ja, genau. Da kommen noch mehr von denen. Und schwach sind sie nicht. Rückzug. Ich sag lieber erstmal Rückzug. Was für ein Level haben die denn? Oh, Level 5. Da brauche ich jetzt... Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder aufgestanden. Wo ist die zweite? Da war doch noch eine. Egal. Der eine Salamander hat Stufe 4 erreicht. Also kann der jetzt hier mal kurz erkunden gehen, ob von dort aus noch mehr kommen können. So viel dazu, dass das ein abgeschlossener Bereich ist. Wow, die Stufe 4. Mann, kommt von der Seite jetzt auch noch mal eine, oder? Eine Mana-Kuft? Sehr schön. Eine eiserne Jungfrau ärgert sich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Du kannst nichts. So. Welche eiserne Jungfrau ärgert sich? Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Dass sie sich sofort ärgern musste. Aber okay, wir haben eine Mana-Gruft gefunden. Da hinten. Was ich sehr schön finde. Die ist es auf jeden Fall wert, dass wir die Brücke dahin bauen. So. Ein Imp bitte zum Einnehmen. Jetzt. Erbeutet eine Mana-Gruft. Jetzt haben wir ehrlich gesagt wirklich nicht mehr viel Auswahl. Müssen wir uns hier durchbuddeln. Mal gucken, wo das hinführt. Gut. Wir haben genug. Eure Geschöpfe bewundern ehrfürchtig euer Talent. Ja, danke. Feen möchte ich nicht unbedingt als Kreaturen haben. Deswegen. Das heißt, dass ich dann hier diese Wasserdinger erkunden. Gucken, was es hier gibt. Was ist denn schnell auf Wasser? Kampfstil Blitzer, Flanker. Eigentlich hätte ich gerne jetzt solche Erkundungs-Fireflies. Aber die kriege ich ja gemeinerweise auch nicht mehr. Ja, ich sag nichts dazu, dass ich meine Jungfrauen selbst foltern.
Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Sehr gut. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Damit bin ich zufrieden. Es wird nur noch genügend Gold. Obwohl, ich habe ja schon ziemlich viel Gold. Ich sollte auch noch mehr haben. So, bist du ausgeschlafen? Ja, aber spielen gehst du jetzt nicht, sondern du hilfst mir, Sachen zu erkunden. Nämlich hier. Okay. In Wasser bist du langsam. Und wie langsam? Ich hätte gern was, was im Wasser schnell ist. Ach, Herr Jemine, ist das weitläufig. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Das habe ich jetzt überhört. Es kann doch nicht sein, dass die hier nur noch größeren Trainingsraum brauchen. Das Ding ist schon riesengroß. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Und das wiederum habe ich nicht überhört. Also ja. Du hast schon wieder Hunger. Machen wir mal hier die Futterwerkstatt etwas größer. Kann ja nichts schaden. Okay, alle sind glücklich. Kann ich den Trainingsraum noch vergrößern irgendwie? Ja, ich könnte hier ausbuddeln, aber dann bin ich hier auch am Wasser. Das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Ganz ehrlich, bevor die sich weiter hier foltern. Na, trainieren schicken kann ich sie wahrscheinlich nicht, weil der Trainingsraum ausgelastet ist. Aber ich kann mir mal eine von ihnen schnappen. Die sind nämlich ungefähr genauso schnell wie Salamander. Noch etwas schneller, glaube ich. Die können mir beim erkunden. Also was hier um die Ecke ist. Ob das Wasser miteinander verbunden ist. Wie es verbunden ist. Ob ich irgendwo zum Gegner komme vor allem. Ja, das hat sich gerade erledigt. Die Frage, da hinten sind Wappen. Also schätze ich mal, hier geht es zum Gegner entlang. Beziehungsweise dahinter ist der Gegner. Boah, ist das hier weitläufig. Gold? Kanone. Nein, Kanone meide ich erstmal. Das sieht so aus, als ob's... Ja, das ist mein Dungeon. Dahinter höre ich nämlich... Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Dahinter höre ich nämlich meine Skelette trainieren. Dann ist das Wassersystem hier definitiv... komplett verbunden. Es ist Zahltag. Ja, meine eine eiserne Jungfrau rennt hier herum. Boah. Okay, da ist auf jeden Fall die gegnerische Festung. Dahinter.